Hallo, nochmal ein kurzer Nachschlag an Herr der Ringe Online. Ich habe es jetzt doch geschafft. Nach unzähligen Versuchen habe ich es jetzt nochmal geschafft, dass ich hier die ganzen Lichter einsammle und zerstöre. Mit der Bogenfähigkeit hat das dann einigermaßen geklappt, nachdem ich wusste, wo wann welche Lichter rauskommen. Es war unglaublich schwierig. Ich habe, glaube ich, echt 50 Versuche gebraucht. Letztendlich hat es durch viel Zufall geklappt und ich wollte euch jetzt den letzten Kampf jetzt nicht mehr vorenthalten, der offenbar hier drin irgendwo stattfinden wird. Denke ich mal. Jedenfalls hat sich hier das alles geöffnet. Und ich hoffe, wir können jetzt Tadur endlich besiegen und bekommen den zweiten Schlüssel. Aber ich weiß nicht, wo er ist. Wir haben hier zwei Elite-Meister. Aber kein Tadur. Komischerweise. Kann natürlich auch sein, dass das hier komplett falsch ist. Das Ganze, was ihr hier seht, ja, wird jetzt noch angehängt an die letzte Folge, denke ich mal. Oder vielleicht auch an die erste Folge dann in der, an die nächste. Wo ist der? Ist der dann hier oben? Verstehe es nicht. Kommt jetzt darauf an, wie lange es noch dauert, dass ich den finde. Ne, hier oben ist Sackgasse. Okay, ich werde das wahrscheinlich in die nächste Folge dann dranhängen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Jetzt habe ich die blöden Lichter besiegt. Hier oben geht es auch nicht weiter. Das sind die drei Wege, die ich jetzt gehen kann. Das heißt, ich müsste jetzt, denke ich mal, da ist ja eine Tür offen. Einfach mal so an der Seite. Das sieht vielversprechend aus. Hier ist es auch schön nass. Als ich den Lichter besiegt hat, hat er gesagt, ich soll ihm grünen Nass soll ich ihn finden. Und da ist er auch schon. Kein Erznemesis, ein Nemesis ist das. 8000 hat er. Ja dann, Tadur, du hast mir viel Kummer gemacht, Mensch. Das sage ich dir jetzt schon mal. Und ich werde es dir jetzt mit gleicher Münze heimzahlen. Ich werde dir viel Kummer machen. Ach, jetzt müssen wir wieder erst hier uns um die anderen kümmern. Damit er hier seinen Schutz verliert. Können wir dich eigentlich betäuben? Nein, geht offenbar nicht. Aber er kann uns betäuben. Oh, jetzt haben wir ihn auch betäuben können. Ich sehe hier fast nichts, weil immer das Wasser so aufgewirbelt wird. Wie oft denn noch? Sehr schrecklich. So. Ist jetzt hier mal Ruhe. So, wir haben Tadur, den Verwüster, besiegt. Sehr schön. Part abgeschlossen. Wir erhalten den Totenkopfschlüssel. Damit können wir dann auch in die nächste Instanz mit Sambrok. Öffnen noch die Holztruhe. Und uns noch jede Menge Kohle. 21 Silber. Und verziehen uns wieder aus der Instanz. Das war jetzt noch der kurze Zwischenbericht hier von der zweiten Hügelgräber-Instanz. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, beziehungsweise, nee, Quatsch, wir sehen uns jetzt gleich wieder, weil das ja hier vor der neuen Folge spielt und ich die aber erst in ein paar Tagen aufnehmen werde. Ist ganz verwirrend, ganz furchtbar. Egal, ihr könnt jetzt auf alle Fälle weiterschauen, wir sehen uns gleich wieder, bis dann. Gerade eben noch in der Instanz und jetzt sind wir schon wieder hier draußen. Für mich ist schon ein Tag jetzt vergangen, seit wir in der Instanz waren. Deswegen geht es jetzt gleich weiter mit der letzten Instanz, die wir noch offen haben in den Hügelgräberhöhen. Und zwar ist das die Instanz Sambrok. Wir können da mittlerweile rein, weil wir jetzt den Totenkopfschlüssel haben, beziehungsweise die beiden Teile des Totenkopfschlüssels. Und ja, ich würde sagen, wir starten gleich mal. Wir setzen hier wieder auf Stufe 20 und begeben uns hier mal rein. Othrongrot,
das große Hügelgrab. Wie dunkel sieht das momentan aus? Der älteste und größte Berg der Edain inmitten der Hügelgräberhöhen. Okay. Heimat einiger der schrecklichsten Diener des Hexenkönigs. Da wurde offenbar vergessen, gerade eben das Licht anzuschalten. Sieht auch anders aus, als ich es in Erinnerung habe. Verstehe das nicht. Na gut, wir gehen hier mal runter. Ich glaube, hier waren wir schon in der Buchquest. Ne? Da waren doch hier, war hier einmal der Nazgul und dann noch irgendein Skelett. Ivan, ich glaube schon. Und die sind dann hier entschwunden und hier ist jetzt verschlossen. Das heißt, wir müssen uns einen anderen Weg suchen. Und trotz dieser kleinen Fackellichter hier, ist es hier echt schweinedunkel. Ich weiß nicht wieso. Die anderen Instanzen waren etwas heller. Ich habe ja auch keine Einstellungen jetzt geändert. Was ist jetzt los? Hallo? Ah, hier unten. Grab Unhold Bogenkämpfer. Wo kommt der denn jetzt? Wieso kommt denn der hier unten raus? Da kommt gleich nochmal ein zweiter nach. Ja, dann kümmern wir uns erstmal um die hier. Okay, da kommt nochmal einer. Muss ich hier irgendwas machen, um den Kreislauf zu durchbrechen? Da kommen nochmal zwei. Hä? Okay, ich denke mal, das gehört so. Wüste 1700 Punkte. So, jetzt ist Schluss. Ist jetzt hier irgendwo die Tür offen? Wahrscheinlich hier oben. Man sieht dann auch im Video was. Hier ist... Oh, doch, ja. Hier ist eine Tür. Und ich bin wieder draußen. Das tut mir jetzt leid, ich bin zur Haupttür wieder rausgelaufen. Ach so, na dann. Ich dachte, hier geht's weiter. Ich habe mich in der Treppe geirrt, das kann ja mal passieren. Wir müssen natürlich hier drüben hoch. Oh je. 5 Minuten im Spiel und schon wieder alles vermasselt. So, wir schauen mal. Jetzt hat sich hier die Tür geöffnet. Sehr schön. Dann einfach mal weiter. Und ich muss mal schon sagen, mit dem schönen neuen Schild hier und unserem Schild auf dem Rücken sehen wir schon aus wie ein kleiner, dicker Panzer. Eines Tanks würdig, würde ich mal sagen. So, ist hier noch jemand? Hier sind nochmal ein paar Hunde und ein paar Ärmchen. Muss mal schauen, wir haben doch eigentlich die Quest gehabt, oder? War da nicht eine Quest noch? Brelan vielleicht irgendwo? Großes Hügelgrab hier. Besiegt grausame Geister im großen Hügelgrab. Ich habe bisher noch keine grausamen Geister gesehen. Ich hoffe mal, die kommen noch. Grabunhold. Mal davon aus, die kommen weiter unten. Hier geht es ziemlich geradewegs durch. Keine Abweichungen, das ist mir schon mal ganz recht. Dann müssen wir uns nicht durchsuchen. Das Labyrinth. So. Und irgendwas kommt. Okay, und jetzt geht schon los wieder mit dem Labyrinth. Nein, ich dachte doch, oh Mensch. Oh, verfluchter grausamer Geist, sehr schön, den brauchen wir. Und wir brauchen 15 Stück davon. Ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr. Ich hoffe, die sind hier nicht so einzeln verstreut, sondern vielleicht auch mal ein paar mehr. Kann natürlich auch sein, dass wir hier öfters rein müssen, um diese Aufgabe zu erfüllen. Hier geht's rüber. Ein Elitemeister. Hinten sind auch nochmal zwei Elitemeister. Was haben die denn hier für eine Versammlung?
Hol da wieder Verstärkung. Ist hier eine Tür offen jetzt, oder? Ach, das ist ein großer Raum jetzt. Das ist ein riesig großer Raum hier. Aber für uns jetzt irgendwie überhaupt nicht relevant. Na toll. Haben wir jetzt hier echt drei Elite-Meister, die sich um uns kümmern. Das heißt, sehr nett von denen. Und wenn wir Pech haben, werden wir betäubt in 10 Sekunden. Sei denn, ich bekomme das noch weg. Ich kann immer nur einen Zustand wegmachen. Perfekt. Wunderbar. Stell mir das so bei gleicher Stufe hier durch, sich durchzukämpfen, stelle ich mir schon ziemlich schwierig vor. So, kurzzeitig orientieren. Hier oben nach Norden geht es auch nochmal weiter. Da geht's in den Keller. Und zur Schädeltür, die gesperrt ist. Vielleicht brauchen wir da auch nochmal einen Schlüssel. Ich sehe halt echt nichts. Wieso ist denn das so dunkel? Ah. Könnt ihr jetzt schon die Einstellungen wieder erhöhen im Spiel. Aber das hat ja bisher auch alles gepasst. Hier ist natürlich Sackgasse. Das hat sich ja voll gelohnt, dass wir hier abgebogen sind. Hier gibt es ja echt nichts. Nicht mal eine kleine Schatztruhe. So, rechts abbiegen. Ihr seht das ja immer nicht, aber ich schaue natürlich oben rechts auf die Karte. So, ein Riesengrab. Ohne Gegner. Da sehe ich jemanden. Ein Kriecher. Hallo? Au, wen haben wir denn hier? Jede Menge Geister, sehr schön. Jawoll, lasst sie nur alle kommen. Immer mehr, immer mehr. Bringt sie alle hier heran. Wunderbar. Gut. 6 Stück haben wir schon. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal rein müssten, 7 haben wir sogar schon, dann können wir einfach hierher laufen. Ah, da sind ja auch nochmal welche. Perfekt, wunderbar. Wir können das hier abschließen heute. Nur hier, alle meine Freunde. Schart euch um mich. Verhau euch den Hintern. Und ich betäube alle in einer Gruppenbetäubung. Da fühlt man sich schon ganz schön mächtig, wenn man hier auf Stufe 20 Charaktere einprügelt. So, 10 von 15. 5 Stück brauchen wir noch. Den haben wir da unten. Oh, der hat aber eine lange Range hier. Der hat uns hier oben, hat er uns schon gesehen. Sehr verrückt. Gut, aber wir nehmen alles mit, was hier liegt. Hier unten geht's weiter. Hier vorne geht's nicht weiter. Das heißt, wir statten ihm hier noch einen Besuch ab. Kommen die denn jetzt her? Oh, jetzt geht's hier weiter. Ach so. Dann ist die Frage, was sie sich unten
der Abzweigung befindet. Wahrscheinlich gar nichts. Wir schauen trotzdem mal rein. Wir schauen trotzdem mal runter, was wir da unten finden. Bestimmt massig Schätze. Gold, Edelsteine. Und nichts. Na klar. Da würde ich mir auch ab und zu mal wünschen, so wie in Skyrim. Skyrim macht das ja immer richtig gut. Ich habe es bestimmt schon 100 Mal im Spiel erwähnt. Dass man quasi sich irgendwo hin begibt, irgendwo tief runter, nur um dann festzustellen, da ist eine Sackgasse. Das ist sehr demotivierend. Das heißt, wenn dann irgendwo eine kleine Kiste steht, wo einmal nur Ramsch drin ist, dann würde das schon ein bisschen, ja, das wäre halt netter. Und würde bestimmt zur Motivation beitragen. Wir haben auf alle Fälle die Quest abgeschlossen. Wir müssen mit Aradia sprechen, außerhalb des Hügelgrabs. Ich hoffe ja nur, dass sie nicht nochmal irgendwelche Folgequests hat, die wir dann nochmal hier rein müssen. Das wäre ein bisschen demotivierend. Die müsste normalerweise... Die müsste an der Lichtung stehen. Ich schau mal eben. Breland. Die müsste eigentlich hier, hier oben sein. Wir werden jetzt keine Questringe hier angezeigt. Schau mal, wenn wir draußen sind. Erstmal geht's weiter. Immer tiefer, immer tiefer. Labyrinth hält sich in Grenzen. Und da vorne ist er schon. Sambrok Nemesis. Mit ganzen 10.900 Punkten. Ach du meine Güte. Bring it on! Ich mach die kaputt. Wir können ihn nicht betäuben. So, was hat er jetzt hier? 95 Schaden alle 4 Sekunden. Ich denke mal, wenn man hier so als 20er reinkommt, dann tut das richtig weh. Bei uns ist jetzt normalerweise egal. Was ist jetzt los? Davon ist ein Geist. Der heilt ihn. Vielleicht. Vielleicht können wir ihn trotzdem runterschlagen. Jetzt ist schon ein zweiter da. Was machen die denn? Jupp, stellt Moral her. Wir versuchen es trotzdem mal, dass wir ihn so kaputt kriegen. Ohne die Geister zu besiegen. Und da ist er auch schon tot. Dann müssen wir uns um euch noch kümmern. Das war sehr einfach. Achso, abgeschlossen. Die sind jetzt automatisch verschwunden. Und das war's. Dann schauen wir mal in die Kiste. Ich glaube sogar, da gibt es einen Gegenstand für... Das Haus, wollte ich sagen. Aber dem ist offenbar nicht so. Das ist aber sehr enttäuschend jetzt. Es gab doch von Sambrok einen Gegenstand fürs Haus. Vielleicht verwechsel ich das auch mit der Instanz... Vom Buch. Hier geht es auf alle Fälle nicht mehr raus. Das heißt, ja, das war's. Na gut. Dann verlassen wir die Instanz. Und das war das große Hügelgrab, offenbar. Mehr gibt es nicht zu sehen. War jetzt nicht sonderlich spektakulär, weil wir natürlich weit über den Level waren. Aber ja. Man kann sich ja auch mal anschauen. Jetzt müssen wir mal kurz nachschauen. Wo wir die Quest... hier unten. Die müssen wir hier abgeben. Das heißt, wir müssen nach Bre. Am besten zu Lalias Market. Und dann reiten wir nach Westen. Wir haben ja eh noch Zeit. Das ging ja jetzt schneller als gedacht. Ich überlege gerade, ob wir uns vielleicht doch noch die Gas-Agavin-Instanz antun. Wenigstens mal reinschauen, ob es von der Stufe her passen würde. Ich habe da fast ein bisschen meine Zweifel, aber ja, vielleicht machen wir das. Ich leuchte komischerweise immer noch. Hab doch nicht. Aber hier gab es hier nicht. Hier gab es mal irgendwo. Ich glaube, das kann man ein- und ausschalten, oder? Bin mir nicht mehr sicher mit was. Naja, also wir reiten jetzt mal Richtung Westen.
geben dort noch die Quest ab und schauen dann mal nach Gas Agavin. So, was können wir denn öffnen? Ein silbernes Geschenk. Übrigens, letztes Mal vor ein, zwei Tagen im Chat die Nachricht, in der Kommentarsektion des YouTube-Videos, dass man die goldenen Geschenke auch mit Mithril-Münzen 200 Stück finden kann. Habe ich bisher noch nicht erlebt. Ist schon ziemlich krass. Und ich. So, was bekommen wir? Natürlich einen normalen Haufen Kupferreste. Ich kann hier leider nicht durchscrollen, damit wir uns anschauen können, was es hier noch so gibt. Aber so 100% Erfahrung wäre auch nicht schlecht mal für uns. Zeichen sind immer gut. Ja, und die Rüstung des Matomjägers, die können wir in die Tonne klatschen. Braucht kein Mensch mehr. Ich habe auch jetzt schon überlegt, ob ich die überhaupt noch annehme. Wenn wir gewinnen, die Rüstung, die sind zwar gut, aber wir schauen immer gleich aus. Den ganzen Durchgang schauen wir gleich aus und ich finde das so blöd. Ich würde da echt jetzt eher dann entweder auf selbstgemachte Rüstung oder auf Questgegenstände zurückgreifen. Ich denke, das ist vielleicht eine schönere Alternative. Und ich weiß auch nicht, ob hier dann 5 Machtpunkte, die Rüstung besser ist, ob die dann so viel ausmacht, ne, an Werten. Ich muss mich mal kurz orientieren, ich bin hier komplett falsch, oder? Ich bin ja viel zu weit geritten schon. Ach Mensch, da sind die Kundschafter noch. Stufe 15, als wir hier rumgelaufen sind. Schön, 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 Mensch. Nostalgie pur. Wir haben Vormittag, das ist auch schön. Ja, dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt noch ein paar Folgen auf. Ich muss ja auch ein bisschen vorab aufnehmen. Ich habe demnächst Urlaub. Was ist das denn? Ein bisschen Gefällderate. Ach so, ich dachte, da sitzt eine Katze. Ich habe ja demnächst Urlaub in 3 Wochen. Und da würde ich auch gerne schon ein bisschen vorab aufnehmen, damit ich das etwas schleifen lassen kann. Momentan ist fast ein bisschen, artet das in Stress aus mit dem Spielen und der Aufnahme, weil ich jetzt doch jeden Tag für neue Folgen raushau. Und dadurch, dass ich jetzt demnächst Urlaub habe und viel zu tun gibt, weil ich vorab die Arbeit erledigen muss, die da noch ansteht. Wo müssen wir denn hin? Oh, wir müssen ganz nach Süden. Ist ein bisschen stressig, weil ich wenig Zeit habe. Und die Zeit, die ich dann habe, verbringe ich dann mit den Aufnahmen von Herr der Ringe Online. Ich mache es ja gern, überhaupt kein Thema. Aber es kann halt auch mal sein, dass demnächst vielleicht ein, zwei Folgen nicht täglich kommen, sondern dass dann mal ein bisschen Pause ist, weil ich es halt nicht geschafft habe. Aber wir schauen da einfach mal, dass das einigermaßen klappt. Ich denke mal, nach dem Urlaub müsste es wieder einigermaßen passen. Oder ich mache es einfach so, ich nehme mir einen Tag vom Urlaub und mache da komplett nur Herr der Ringe Online durch. Bin hier auch schon durch? Bin ja noch nie geritten. Ah, okay. Mach nur Herr der Ringe Online durch und habe dann wieder ein bisschen Puffer, damit ich nicht jeden Tag neu aufnehmen muss. So, jetzt sprechen wir mal mit Aradia. Es war gute Arbeit, Tollfuß. Trotzdem werden wir noch etwas länger hier bleiben, um uns zu vergewissern, dass das Böse nicht die einfache Bevölkerung dieses Landes überkommt. Ein schöner Umhang. Naja, und ein Schild, ein kleiner. Was ich jetzt gerne machen würde, die hat keine Folgenquest. Ich würde jetzt aber trotzdem gern ganz kurz hier hochschauen. Da wartet auch schon jemand. Jambal, Waffenmeister der einsamen Landestufe 29. Ich würde mal gern schauen. Okay, es ist wirklich das Labyrinth. Ne? Dann wurde hier die Instanz etwas verändert. Ich habe ja ganz zu Anfang gesagt, ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, weil ich die Instanz ganz anders in Erinnerung habe. Aber durch die Dreiteilung der Instanz hat sich da offenbar auch vom Aufbau ein bisschen was geändert. Gut, dann haben wir jetzt noch, jetzt stehen wir gerade auf der Kippe, aber das macht gar nichts. Wir schauen trotzdem mal in die Gasagabin-Instanz, beziehungsweise holen uns mal her, was wir hier noch an Quests haben. Findet den Altar der Roten Maid, dann beschafft Bitterborke Saatgut, ist in Gasagabin, vernichtet Düsterwasser, die können wir auch mal, sammelt den Helm von Iba. Ich bin gespannt, Stufe 32 sind die. Besiegt Temai die Ergebene. Sammelt Mornenschwerter.
Na gut. Also, dann gehen wir mal rein. Gasagave, hier. Arboretum, Festung und Hügelgräber. Habe ich auch keine Ahnung, mit welcher man zuerst beginnt. Finde ich schade. Ich mochte die ganz großen Instanzen, wo man von vorne nach hinten durchlaufen kann. Schade. Na gut. Die Herberge der Verlassenen haben wir schon gemacht, oder? Das war die mit den Rätseln, die ich glaube ich nicht gecheckt habe oder wo ich mir Hilfe geholt habe. Also wir fangen mal mit Arboretum an. Ich kann hier nichts ändern. Größe, okay, Größe 3 mit Level 32, das sollte klappen. Die Festung hat Größe 6 und Hügelgräber haben Größe 3. Da machen wir die zwei kleinen vielleicht zuerst. Jetzt. Hat nur ein bisschen gedauert. Aufgabe, Herausforderung, Bitterborke. Unsere Aufgaben sind jetzt natürlich wieder ausgeblendet. Jetzt stehen wir hier am Eingang. Wobei ich glaube, das ist gar nicht der Eingang. Nee. Ich glaube, das ist die zweite Instanz. Okay, wir machen das anders. Ich gehe nochmal raus. Wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Folge. Und dann machen wir es mit der anderen Instanz. Fangen mit der an, damit wir das Pferd nicht von hinten aufzäumen. Ne? Da vorne sehe ich schon jemanden rumlaufen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.